Hallo zusammen und willkommen zurück bei Need for Speed Heat. Wir sind jetzt auf dem Weg zur nächsten Story-Mission auf der Flucht. Das ist eine Racing-Story und dafür habe ich mir ein neues Auto besorgt. Einen hübschen kleinen Chevy Pickup. Ja, er ist gerade schon ein bisschen dreckig geworden. Ich habe ihn einmal kurz querfeld eingejagt. Genau dafür sei eigentlich auch gedacht, dass er schön durch die Landschaft flügt. Mal die Bullen hier am Hacken. Das wäre jetzt doof. Ich möchte ja schließlich die Mission starten. Biegen wir ab. Bumm. Die sind neugierig. Aber am Pech. So, das Auto scheint zu passen. Zumindest von den Grundanforderungen. Mal schauen, wie er sich fährt. Ich habe ansonsten noch keine ernsthafte Fahrt mit dem unternommen. Eine gute Entscheidung. Fahren wir. Ja. Rushni. Wo geht's denn hin? Bieg links ab. Fahr vor, ich fahre nach. Mein Truck ist schöner als deiner. Wow. Ich nehme an, unser Ziel ist wohl kein Showdown-Rennen. Nein, aber wir lassen es so aussehen. Um nicht aufzufallen. Und wieso? Nun ja, die Regierung mag offenbar keine unangepassten Bürger. Verschwörungstheorie. Sie haben uns letztes Jahr in Ventura Bay aufgespürt. Wir hätten es fast nicht geschafft. Seit wir hier sind, veranstalten wir Rennen, um nicht aus der Übung zu kommen. Okay. Man weiß nie, ob man nicht irgendwann plötzlich abhauen muss. Hast du mich gerade gerufen? Wofür braucht ihr mich? Man wird nur besser, wenn man gegen die Besten fährt. Und wir müssen besser werden. Das heißt, ich gehöre zu den Besten? Ich finde, das ist eine Aussage. Da können wir mit leben. Zeig mir, dass du wirklich so gut bist. Dann reden wir über deine Bezahlung. Gut. Wir sind da. Wo? Klasse. Rammt ihr erstmal den anderen weg. Wir haben heute einen Neuzugang, der euch richtig einheizen soll. Ich hoffe, ihr haltet dagegen. So, na ja, gucken wir mal. Von der Leistung, die das Auto braucht, bin ich also gerade in. Ich hoffe, ich habe mich nicht in dir getäuscht. Ja. Die Offroad-Fahrzeuge, die können auch mal einen kleinen Stoß ab. Wird aber schwierig, den einzukriegen, ja. Ja. Ich glaube, an dem Wagen muss ich noch ein bisschen was zaubern. Bisher sehe ich noch nichts Besonderes. Nee, merke ich auch nicht. Schauen wir, wie er sich auf Strecke jetzt hier so ein bisschen. Da geht's rum. Na los, mach weiter Druck! Ich bin dabei. Das wird aber nichts. So, scheinbar doch nicht so gut, wie ich dachte. Oh. Du willst mich dritte einlogen? Platz. Dann hol dir die Führung! Das gibt's doch nicht. Offensichtlich taugt das Auto nicht so viel, ne? Ja, mal schauen. Letzte Runde. Zumindest nicht hier am dritten Platz enden. Alter. Keine Chance. Das geht.
lieber Truck, da muss ein bisschen mehr kommen. Lass mich nicht hängen! Ja, ich gebe mir Mühe. Haarig. Schon. Wir sind wohl nicht so gut, wie ich dachte. Naja, ja komm. Also haarscharf war an der ersten Stelle gerade noch geschoben. Weil KI so freundlich war. Das Auto muss noch ein bisschen optimiert werden. Du hast uns alle bloßgestellt. Genau das wollte ich. Naja. Ich denke, jetzt können wir reden. Der Showdown erwartet eine Lieferung mit High-End-Modifikationen, welche in die Stadt geschifft werden. Allerdings werden die sie nie erreichen. Fahr nochmal gegen uns und zeig dieselbe Leistung wie hier. Dann gehört eins dieser Teile dir. Deal. Ich sag Bescheid, wenn wir soweit sind. Okay. Auf der Flucht. Ja, und er hat ein Airride-Fahrwerk. Schick, oder? So, was haben wir denn noch hier? Das packe ich mit dem Wagen jetzt hier nicht. Na, ich könnte mal schauen. Habe ich denn sonst noch irgendwas? Den habe ich, glaube ich, jetzt gerade gar nichts. Ja, nur das hatten wir ja schon. Ich könnte das mit dem Fokus versuchen. Wobei der... Sehr schön. Wobei der von der Ausbaustufe auch noch nicht passend ist. Aber ist egal, dann wird es ein bisschen kniffliger. Würde nicht immer ganz so leicht sein. Macht das Ganze auch ein bisschen spannender. Oh, Bremsweg wie. So, Fahrzeug wechseln. Ne, ein wirklich passendes Fahrzeug habe ich nicht. Lieber mit Fokus. Okay, das wird garantiert kein Sieg. Aber Versuch macht klug, ne? Man weiß nicht. Vielleicht. Ich gestehe eine Zeichnung Wunder. Wenn das ein Sieg wird, umso schöner. Wenn nicht, ich hab's gewusst. Was ist denn? Da ist aber Ferro in der Kurve ein bisschen versauert. Sag mal einer, ich war scheiße. Der nimmt ja hier auch alles weg. Noch mal kurz die Abkürzung über das Gewinn. Kann doch nicht sein, oder? Dass er so weit zurückgeschaut hat.
was. Da kommt noch was. Es ist jetzt so einfach. Der Ola holt ihn auf. Geht immer wieder zurück. Interessant. Großzügig die Kurve genommen. Was ist mit dir los? Bist du weg? Naja, wir hätten nur mit mir gespielt, ne? Ja, das Ganze ein bisschen spannender gemacht. Geben hier. Schön. 100 Meter Abstand, das ist okay. Scharfe Kurve. Schön durchgefahren. Das läuft. Das Ganze mir jetzt ein bisschen übler vorgestellt. Letzte Runde. Schön auf der Straße bleiben wir mal. So ist das schön, so läuft das gut. Mann, ja, gleich schon wieder einen Kilometer abplant. Dafür, dass er so gut am Anfang war. Das ist bestimmt ein bisschen enttäuscht, dass ein Fokus sich vor ihn gesetzt hat und deswegen gibt er jetzt direkt auf. Ein wenig abrasieren, das muss sein. Jo. Wir machen uns auf den Weg zum Ziel. $40.000. Das ist schön. Können wir gebrauchen, denn ich möchte mir für diesen Fokus einen neuen Motor holen. Da ist noch nicht so ganz drin, ne? Ein bisschen Geld brauche ich noch. Deswegen werde ich mal gucken, was ich noch so fahren kann. Ist hier noch was Neues? Muss auch mal versuchen. Machen wir mal. Komm, das nehmen wir jetzt noch mit. Ach so, ist ja. Falsche Tageszeit. Guck mal. Ist denn hier noch da? Neu. Nehmen wir das. Das Rennen nehmen wir noch mit und dann machen wir direkt wieder eine Pause. Aber eins. Ah, sie ist gar nicht aufgefallen. Was machst du da?
Und Kuss rendern. Los. Die erstmal einfach mal ein bisschen wegrammen, dann geht das schon. Dann kann man sich gut an die Spitze setzen. Oh ja. Also haben wir jetzt was die Kurven. Mhm. 17% auch wieder drei Runden. Okay, sind dann das übliche Rundkurs im Prinzip. Die Ecke, die kennen wir hier. Das ist ein Stopp. Haben auch schon die erste Runde hinter uns. Nicht den Mördabstand, aber es reicht erstmal, weil wir jetzt hier nicht so den fetten Fehler bauen. Soll das wohl was werden. Oh, das gefällt mir. Jetzt ehrlich hätte ich mir das schwerer vorgestellt. Andererseits die Differenz ist jetzt nicht so hoch für meinen Wagen, zu dem es empfohlen wird. Schon mal. Das ist schön. Damit müsste genug Taschengeld da sein. 205.000, ja, das reicht. Der Motor kostet irgendwas um die 180.000. Das heißt, ich werde jetzt gleich mal schauen, dass ich den neuen Motor kriege. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.